Der Straßenname wies auf der Gurtin-Gumin, das heisst übersetzt auf die Landsgemeindewiese. Da drinnen war die Landsgemeinde vom Bezirk. Solange noch die Männer Politik gemacht haben, hat sie in der Mitte noch eine Mauer gehabt. Die haben wir dann mal abbrechen, wo die Frauen auch in die Politik eingestiegen sind. Bei der Landsgemeinde ist der Abt mit Begleiter auch in die Wiese gekommen. Unten ist ein grosser Baumpflock gestanden. Auf den ist man raufgestanden zum Predigen. Der Abt ist dort rauf und hat dann auch ein Gebet gesprochen und den Segen gegeben. Und hat sich nachher wieder zurückgezogen, weil er nicht öffentlich Politik betrieben hat. Wenigstens nicht so, dass man es sieht. Placidus und Sigisbert sind Gründer von Visentis. Interessant ist bei dieser Geschichte, dass der Präses Victor, der bündnerische, rätische Herrscher, einen Turban aufhat. Das hat er in der Vorlage nicht gehabt. Aber zwischen der Vorlage und dem Altar ist halt das gesehen, dass die Türken vor Wien gestanden sind. Und da haben wir jedem Bösen einen Turban aufgesetzt. Der heutige Politiker einen Turban auf sich. Wir haben hier zwei Fresken. Sie gehören eigentlich auf San Benedetto, das ist bis um Witsch. Die Kapelle ist 1984 in die Lawine gekommen. Die Bilder sind zerstört worden. Der Pfarrer in diesem Predigt ist sogar der Teufel in die Lawine gekommen, aber der ist noch oben geblieben. Der Himmel ist ein Loch abgehalten. Aber der Restaurator hat dann die Bilder nachher wieder zusammengesetzt. Offenbar hat der Mensch viel mehr Fantasie für die Hölle, was man da in diesem Bild alles für Situationen hat. Das ist fast unerschöpflich. Aber viel faszinierender sind immer die Höllenbilder. Dies und das ist. Aber das führt viel zu weit. Machen wir nicht. Das ist ein Weltatlas aus dem 16. Jahrhundert. Ich habe da gerade aufgeschlagen, Helvetia. Kommt mit den angrenzenden Regionen. Wenn wir da gerade schauen, wo wir sind, das ist der Vorderrhein. Vorderrheinfluss, dies und das, geht dann durchab. Richtig Chur. Flims ist nicht drauf, aber Hohentrins. Ich habe als Bibliothekar dann auch etwas ein einfacher. Bibliothekare sollten immer für andere Leute arbeiten. Gehen Sie schnell schauen, haben Sie etwas? Dann habe ich mir schreiben, keine alten Bestände. Die Bibliothek mehrmals abgebrannt. Neben dieser Bibliothek haben wir aber noch eine Musikbibliothek und vor allem haben wir noch die grösste Bibliothek der Welt. Romanisch. Die Romanische Bibliothek.